Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 9 von Walheim. Ja, ich hatte eine kleine Tour gemacht und habe da auch sogar Grauzwerge erwischt und habe die auch tatsächlich überlebt. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, aber ich wollte eigentlich Wildschweine jagen, aber die habe ich irgendwie nicht gefunden, ne? Weil da ist noch was, was wir brauchen, um dieses Gerbergestell zu machen, ne? Das fehlt uns jetzt so ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, dass wir das noch hinkriegen und ja, wir müssen mal schauen, dass wir Wildschweine finden, ne? Aber die sind wohl etwas zurückgezogener gerade. Ich sehe jetzt leider keine. Da müssen wir mal gucken, dass wir welche finden und dann nach dem Intro gucken wir, dass wir die vielleicht kriegen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, in dieser Richtung sind wir, glaube ich, noch nie gegangen. Da sollten wir vielleicht mal vorbeigucken, ne? Oder? Irgendwo habe ich was gehört. Ist irgendwo einer? Wohl nicht. Doch, hier ist irgendwo einer. Da kommt er. Das ist ein Gräuling, ne? Der ist jetzt, glaube ich, noch schlechter wie die anderen, ja. Aber die anderen waren auch nichts Besonderes. Da gab es auch nicht ganz viele Sachen, ne? Oh, da ist eine Hütte. Also hier wohnen die wohl, ne? Oder? Oder nicht? Weiß ich nicht. Oder wohnen die hier nicht? Auf jeden Fall ist hier eine Hütte. Und eine Kiste. Das ist ja schon mal was etwas, ne? Aber die Kiste schon leer steht da. Okay, dann könnte man höchstens hier schön Holz abbauen, ne? Aber das bringt uns jetzt auch gerade nicht weiter. Vielleicht waren wir tatsächlich hier auch schon ganz am Anfang. Bin mir nicht sicher. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo Wildschweine herkriegen. Aber die sind jetzt gerade ein bisschen rar, ne? Hier kommen wir noch nicht mal hoch. Na, das ist ja fast gar nicht möglich hier, oder was? So, da ist unser Startpunkt eigentlich. Zierwildschweine, ne? Doch, da. Da ist ein Wildschwein. Zwei. Auch sehr gut. Oh, drei, vier. Sehr, noch viel besser. Das bedeutet Leder. Lederfetzen. Sehr gut. Ich glaube, das haben wir so alle vier, oder? Oh, da ist noch mehr. Da ist unser Knüppel kaputt, okay. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Das ist natürlich schlecht, dass unser Knüppel kaputt gegangen ist dabei. Irgendwo muss noch ein Hirsch sein. Kriegen wir den? Der war so laut. Der muss hier doch irgendwo in der Nähe sein. Hörte sich nach hier irgendwo an, ne? Na, schreit er nochmal, dann weiß ich, wo er ist. Der ist nicht weit weg, da ist er. Leider ist er schon aufgescheucht. Vielleicht können wir ihn mal irgendwie treffen. Nicht wirklich, oder? Ich glaube, das war's. Speichere Welt in 30 Sekunden, okay.
Da unten haben wir noch was irgendwas liegen lassen, oder wie? Das war nochmal Fleisch, okay. Ja, da war jetzt nichts. Wird auch schon tatsächlich wieder dunkel. Das ist immer am schlimmsten, dass es hier so schnell dunkel wird, ne? Da ist die Hütte. Ja. Ich glaube, wir können schon wieder zu unserem Häuschen gehen, ne? Ich glaube, da unten, wo das Feuer brannt, ist unser Häuschen. Gut. Den Knüppel müssen wir natürlich auch noch heile machen. Dann würde ich sagen, begeben wir uns erstmal wieder in die Hütte. Haben wir Fleisch hatten wir ja, dann können wir das da gerade reinhängen. Ein bisschen grillen. Und wir können tatsächlich schon noch eine Erdbeere essen. Oder Himbeere ist es ja. Sieht ein bisschen aus wie eine Erdbeere, ne? Dann sehen wir zu, dass wir das hier braten schön. Und dann das andere, das, ich glaube, das, oder haben wir noch mehr, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben nicht mehr. Dann müssen wir den Knüppel auf jeden Fall reparieren, das ist wichtig. Und mal schauen, was wir sonst noch machen können. Aber ich glaube, Flederfetzen haben wir jetzt nicht so viele, ne? Oh, doch nochmal vier. Ja, wir haben ja auch ein paar Wildschweine gerade erwischt. Jetzt sehe ich hier keine bösen Gegner. Irgendwo ruft wieder ein Reh. Oder ein Hirsch. Gucken. Vielleicht sind wir auch nicht mehr ausgeruht. Aber wir sollten dann auch die Nacht genießen. Ne? So, einen haben wir noch. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir noch machen. Ne? Das Gerbergestell wollen wir eigentlich haben. Ne? Kommt einer? Ne. Jetzt aber. Gut, dann haben wir das Essen zusammen. Einmal hier rein, Tür zu. Dann gucken wir mal gerade in die Werkbank. So, wir haben 9 Hirschfälle und nur 15 Lederreste. Wir brauchen aber, glaube ich, 20. Ne? Das ist schlecht. Essen ist erstmal da. Jetzt müssen wir den Knüppel reparieren. Und, achso, das müssen wir mit dem, mit der Keule. Mit der 4 können wir das sehen. Ja, 20. Das heißt, wir brauchen noch 5-mal Lederreste, leider. Das bedeutet, wir müssen nochmal auf die Jagd gehen, ne? Ist nur die Frage, ob wir in der Dunkelheit was finden. Ich glaube eher nicht, ne? Und ausgeruht sind wir auch nicht. Ich glaube, wir machen mal gerade eine Nachttour, ne? Schlafen wir mal gerade eine Runde. Dann sollte ja der neue Tag auch anfangen vielleicht. Du träumst von einem riesigen Baum, der die Nacht durchbricht und gen Himmel wächst. Die eine Hälfte seiner Äste steht im Knistern in Flammen, die andere besitzt grüne Blätter. Ja, sehr gut. Guten Morgen, ja. Ich glaube, hell ist es noch nicht, ne? Aber es dämmert schon, das ist schon mal gut. Es ist nur die Frage, wo die Wildschweine sind. Ich glaube, wir gehen nochmal nach da. Da hinten läuft doch wer, oder? Einmal die 3 bitte. Ja. Ein Gräuling. Okay, da haben wir das. Den Gräuling haben wir erledigt. Und da ist noch einer. Haben wir das Harz her? Jetzt müssen wir nur ein paar Wildschweine haben, ne? Das ist einfach die Morgensonne, die da so aussieht. Da springt schon wieder ein Hirsch durch die Gegend, glaube. Den werden wir wohl nicht mehr kriegen. Oh, Wildschweine wieder. Da waren 2, meine ich, ne? Oder? Ja.
Waren nur zwei oder waren mehr? Ich sehe nur zwei leider. Ist noch ein bisschen im Morgengrauen hier, das ist ein bisschen schlecht. Da ist nichts Bewegendes. Das ist kein Wildschwein, ne? Das ist ein Stein. So, gucken, dass die Sonne rauskommt, ne? Ja, Wildschweine sind ja dämmerungsaktiv dann, ne? Ja. Hier sind aber keine. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo noch welche auftun. Das sind auch keine. Lass mal gerade gucken, wie viel haben wir denn? 17. Wir brauchen noch drei Reste, dann können wir dieses Gerbergestell machen und dann leveln wir ab eigentlich, ne? Wie viel haben wir mit Essen? 775, das geht noch. Da hinten. Ist das ein Hirsch? Ja. Schleichen wir uns mal an, machen den Bogen fertig. Oh, ein Stern da. Ich glaube, der hat uns jetzt gesehen, ne? Also den einen Stern hier, den kriegen wir nicht. Oh. Du bist jetzt hier vollkommen über, ne? Hast mir wahrscheinlich sogar den Dingens verjagt, ne? Den Hirsch verjagt, da ist er. Oh. Angeschlagen ist er. Ich sehe ihn aber nicht. Den müssen wir jetzt hinterher, das hat keinen Sinn. Der ist ja auch schon verletzt. Vielleicht ist er dadurch auch nicht mehr so schnell. Aber wo ist er? Tja, ich sehe ihn nicht mehr. Da hinten ist er sowieso nicht mehr. Tja, wo ist er? Hier, das sind Pilze. Habe ich jetzt gerade einen von den anderen gehört, den Gräuling? War noch irgendwo ein Pilz, ne? Ja. Ah. Da unten ist ein Gräuling. Den machen wir auch mit dem Knüppel, wenn.
Ja, wenn wir den Hirsch mal jetzt noch finden würden, ne? Das wäre noch cool, oder? Aber ich weiß nicht, wo der jetzt rumhüpft. Das hörte sich so an, als ob es von hier kommt. Wog zwar was, aber ich glaube, es ist kein Hirsch. Ich könnte was zu essen vertragen, ja, das machen wir auf jeden Fall. Da steht er doch. Shit. Und so wieder weg. Hier ist er lang gelaufen, meine ich. Da hinten, ne? Ja, das war ein Baumstumpf. Ich sehe ihn nicht. Da kommt er. Habe ich ihn? Nee, ne? Doch, ich habe ihn. Sehr schön. Da haben wir den Ein-Sterne-General geschafft. Gut, jetzt müssen wir mal zurück. Du könntest was zu essen vertragen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir können das aber auch hier machen, glaube ich, ne? Und das. Dann haben wir drei verschiedene Sachen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir uns zurück nach Hause, weil ich höre schon wieder irgendwo so ein Gräuling wahrscheinlich. Okay. Da unten ist ein Wildschwein. Das ist schon mal gut. Ist da noch eins? Na, das ist ein Stein. Eins ist doch nie da. Es sind immer zwei da mindestens, oder? Ah, schade. Wie viele Fälle haben wir? 18. Zwei fehlen uns noch. Zwei Fetzen fehlen uns, ey. Okay. Unglücklich gelaufen. Hier ist das. Ich dachte, das wäre ein Schwein, war aber nicht. Jetzt noch zwei Wildschweine, dann haben wir's. Tja, aber das wird wohl nichts.
ein Baumstumpf. Da ist die eine Hütte. Keine Wildschweine da, leider. Wo ist er denn da? So, sehe ich noch irgendwo ein Wildschwein? Leider nicht. Leider kein Wildschwein da, aber da ist ein Reh. Ja, wunderbar. Wir müssen noch mal höher treffen, ne? So sieht's aus. Okay, der ist weg. Jetzt noch zwei Wildschweine, wie gesagt. Aber die kriege ich wohl nicht mehr. Hier vorne noch mal gucken. Hier liefen noch immer welche lang, oder? Ne, keiner da. Keine Wildschweine da. Den haben wir auch getroffen. Jetzt lernen wir es langsamer. Also das Leder kriegen wir jetzt schon. Na komm schon. Einmal haben wir. Jetzt fehlt uns nur noch einmal. Wo ist das zweite Wildschwein? Die sind nie eigentlich alleine unterwegs. Gibt's doch gar nicht, oder? 19. Wo ist er? Da. Ja, nützt nichts. Folge schon ganz lang. Wildschwein ist nicht hier. Das heißt, wir gehen zurück. Und das letzte Wildschwein müssen wir in der nächsten Folge haben, ne? Dem ist halt so. Ich werde es dann wahrscheinlich schon vorweg suchen. War da eins? Ne, das ist ein Holz. Schade. Okay, das werden wir dann noch ausfindig machen, das eine Wildschwein. Und wenn wir das haben, dann können wir dieses Geländer machen. Und ja, da müssen wir schauen, ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Kein Wildschwein da. Da oben ist eins.
So, dann haben wir das Wildschwein auch noch. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.